Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Und heute habe ich einfach mal Lust auf einen richtig schönen, großen, knackigen, frischen, grünen Blattsalat. Hier ist mein Salat. Habe ich natürlich schön gewaschen und die einzelnen Blätter abgezupft, in meinen Schleuder gelegt. Trocknet, jetzt sind die trocken. Jetzt kann die das Dressing gut aufnehmen und werden das Dressing auch nicht verwässern. Ihr wisst ja sowieso, habe ich öfter schon gesagt, ist ja auch nicht gut und nicht, die meisten jedenfalls, das Dressing vom Salat muss überwürzt werden. Ja, weil im Salat dann schmeckt es anders, viel milder, weil es sich um das Salat, herumlegt und der Geschmack dadurch verfeinert, abgemildert wird, ja, abgeschwächt wird. Also muss das Dressing immer überwürzt werden. Und das wird noch viel stärker, der Effekt, wenn der Salat nass ist, ja, weil nicht getrocknet ist. Dann wird das ganze Dressing mit Wasser vermischt und schmeckt dann ganz, ganz anders, ganz schwach. Fad vielleicht sogar. Um das zu vermeiden, trocknet man den Salat, ja. Einer der Gründe. Und wie gesagt, ihr seht schon, das ist eine große, große Menge grünen Kopfsalat, den ich sehr liebe. Und da habe ich jetzt einige Zutaten dazu genommen, die ich im Kühlschrank gefunden habe. Und zwar hier habe ich noch ein Radieschen gehabt. Ja, ein bisschen Radieschen, ein bisschen Fenchel, ein kleines Stück. Habe es abgeschnitten, was nicht mehr so gut war. Unten noch habe ich noch Paprika, eine alte Paprika gehabt, eine halbe. Habe ich auch reingeschnitten. Die war noch schön frisch. Schön knackig, die kommt da auch rein. Dann habe ich noch eine Tomate gehabt. Hier hat so zwei mittelgroße Tomaten. Habe ich auch klein geschnitten. Ja, einfach so eine Mischung. Und die Sachen, die ich noch, ja, hier habe ich auch noch was gefunden, da hier Frühlingszwiebeln, ein Rest von Zwiebeln, Frühlingszwiebeln habe ich ganz klein geschnitten in kleine Ringe. Und was ich von mir aus noch hinzutue, um dem Salat ein bisschen Charakter zu geben, und Salat hat immer ein bisschen Charakter, der auch das Dressing bestimmt, ja, mitbestimmt, habe ich Avocados genommen. Ja, hier habe ich zwei Avocados, die sind also nicht mehr ganz geblieben, da muss ich ein bisschen was rausschneiden. Und Teil von den Avocados werde ich in mein Dressing reintun. Ich mache nämlich heute ein Grapefruit-Dressing mit Avocado. Das ist ein ganz einfaches Grunddressing, habe ich neulich schon mal vorgestellt. Und das wird heute noch ein bisschen verfeinert mit dem Gewürz. Da komme ich gleich dazu. Die restlichen Zutaten sind, was ich eben auch hier sehr spannend finde, wilde Erdnüsse. Eine schöne Menge. Und ein bisschen Chili. Eine Chilischote, ihr seht auch, hier sind noch so zwei kleine Körnchen drin, Samenkörnchen drin. Die Reste habe ich rausgenommen. Ja, wenn da zwei drin bleiben, das macht nichts. Aber die sind da ziemlich scharf. Wenn man die rausschneidet, so rauskratzt, erstmal einmal längs aufschneiden, dann mit dem Finger so rausziehen, diese Rispe innen drin mit den Körnern, dann ist das, reicht das schon. Dann ist es verträglich und eher frisch und nicht so ganz so scharf, je nachdem, wie man es mag. Ne? Und jetzt mein Dressing, also aus Avocado und Grapefruitsaft, das mixe ich jetzt noch ein bisschen mit Zwiebel, ein ganz kleines Stück Zwiebel, es ist nicht viel von innen, also es ist süß, es ist eine süße Zwiebel, ein bisschen rosa Pfeffer, eine Chilischote, oder hier jetzt vielleicht anderthalb, ja, nicht zu viel, und Salz. In meiner ersten Variante hatte ich überhaupt nichts drin, sonst nur Grapefruit und Avocado, und das reicht auch vollkommen aus für ein Dressing, da könnt ihr sicher sein, aber kann ich eben auch verfeinern, mit Salz, ja, Pfeffer und so weiter. Jetzt nehme ich hier von meinem Avocado nehme ich ein bisschen was raus fürs Dressing. So. Und die Grapefruitsaft kommt dazu. Und meine Gewürze. Zwiebel, Salz, rosa Pfeffer und Chili. Jetzt bin ich gespannt, was draus wird. Wenn ich noch ein bisschen mehr Avocado brauche, aber die Soße zu dünn ist, kann man sehen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Mal schauen. Trotzdem ganz leicht bleibt. Die Avocado mit der Grapefruit macht es ganz leicht. Und
Das heißt, es wird diese feinen Salate, die doch ziemlich fein sind, es gibt noch feinere, aber die sind doch schon ziemlich fein, die wird es nicht zerdrücken. Und das ist natürlich schrecklich beim Salat. Ein Salat wird dann matschig werden vom Dressing oder so. Deshalb ist das mit Dressing auch so beliebt für mich, so toll, weil es nämlich leicht ist, obwohl es cremig ist. Hat man eigentlich selten. Sehr gut. Aber das ist eine tolle Würze. Ja, könnt mal sehen, wie es aussieht. Hat diese rosa Farbe, der Grapefruit natürlich. Es ist sehr gesund, es ist schön cremig, ja. Trotzdem noch gut flüssig, wie ihr sehen könnt. Und hat ein ganz feines Aroma. Dieser rosa Pfeffer ist sehr stark. Die Chilischote, genau die richtige Schärfe, also nicht zu viel. Wunderbar. Und das Salz macht sehr, sehr rund. Hatte ich vorher eben nicht. Das war ein neutrales Dressing. Ja, Geschmackssache. Ich möchte auch noch ein bisschen was Herzhaftes, was Würziges haben. Da freue ich mich drauf. Es könnte gut reinpassen. Das stelle ich mal kurz zur Seite. Und jetzt mische ich meinen Salat an. Hier kommen die Salatblätter rein. Ich nehme einfach so die Blätter in die Hand und reiße die einfach so ab. Ja, von oben, hier unten, greife ich an den unteren Teil des Blattes, greife ich dran, halte die so fest wie ein Kartenspiel und reiße die von oben ab, so ein Stück, mundgerechte Stücke, denn darauf kommt es mir an, dass ich die auch in den Mund nehmen kann und nicht noch zerreißen muss, zerschneiden muss oder so. Das finde ich immer ganz praktisch. Hier geht es um Anrichtefragen, nicht so entscheidend vielleicht, so ganz so entscheidend. Ja, ich reiße oben das Weiche zuerst ab, dann gehe ich weiter rum. So, und dann, das ist bei so einem grünen Blattsalat eine gute Methode, den klein zu machen. Einfach abreißen. Man hat auch eine schöne wilde Form, schöne vielfältige Blattform. Das macht auch was aus, dass es eben sehr appetitlich eben auch wirkt. Ne? So, einfach von oben abzupfen. Und schon fertig. Mehr brauche ich dazu nicht. So. Das ist im Prinzip die Basis für meinen Salat. Ein toller grüner Salat. Schön. Und das ist natürlich, hat natürlich sehr viel Volumen, aber ist jetzt nicht sehr, sehr, sehr schwer oder sehr sättigend oder so. Ist nur grüner Salat. Und das kann ich jetzt eben verfeinern. Da kommen die Tomaten rein. Zack. Und hier meine Küchenreste. Also ein bisschen Radieschen, Paprika, Fenchel. Ja. So ein kleines Stück geschnitten. Jetzt die Frühlingszwiebel obendrauf. Chilischote. Dazu passt eben auch sehr gut die Erdnuss, ja. Chilischote. Und die restlichen Avocados. Auch in Stücke geschnitten. Und da kommt jetzt die Soße oben drüber. So. Und jetzt hebe ich alles runter. Von der Konsistenz her, das sehe ich schon. Das wird sehr schön. Da ist nichts zu schwer, nichts wird zerdrückt. Alles kommt schön zur Geltung, auch die Salatblätter, die hier zerrissen sind und trotzdem noch kleine Wellen haben und Unebenheiten. Ja, die geben auch die sozusagen auch einen schönen Rahmen für die vielen kleinen Zutaten, die noch dabei sind. Ja. Paprika, die Erdnüsse und so weiter. Die legen sich auf so eine kleine Salatblatt drauf, eine Treppenstufe zur Anrichtung. Zum Anrichten. So sieht es aus. Das ist ein sehr schöner, gelungener grüner Salat mit Küchenresten. Ah. Jetzt probiere ich mal. Jetzt wird sich zeigen, ob auch wirklich das Salatblatt zu dem Dressing passt. Diese Säure, diese wunderbare Säure von der Grapefruit, passt das. Diese Bitternote hat sie ja auch. Passt auch ganz toll zum Salatblatt. Ein grüner Salat hat ja auch so einen leichten, bitteren Nachgeschmack. Ja. Und zum Blattton, ja. Toll. Freue mich sehr. Viel Spaß dabei beim Nachmachen oder gebt mir Rezept, Anregungen für weitere Entwicklung. Und wir sehen uns bald. Ja, wenn ihr meinen Kanal abonniert, MD Vegan auf YouTube, kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept und wir sehen uns bald wieder.